Und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit Thorsten. Servus. Wir sind schon mit der ersten Etage fertig, wie man so schön sieht. Jetzt fangen wir mit Tüte 95 an. Mal das ist immer noch erste Etage. Nicht spoilern. Okay. Äpfel finde ich schon mal gut. So, ich dachte, Crossbow-Trainer machen wir. Die Bogenschütze, ja. Ah, Junge, das ist eine Frau. Das sehe ich jetzt erst. Das habe ich so aber auch nicht gesehen. Nee. Mit dem Köcher hinten auch. Gab ja mal diese Robin Hood-Sets. Ach. Zeig mal. Gab's ja mal. Früher. Ich habe schon vergessen, den drauf zu machen. Früher. Da. Also oje, das, oje. So das sieht sehr, ja. Sehr baumlastig. Oh, ich kann ja schon mal, während du die Figur baust, mal ein bisschen hier Begriffsgeschichte. Warte kurz. Ja. Das hier? Zwinkernd. Oder ja. Das hier? Ja, zwinkernd. Das erste? Ja. Wobei ich glaube, dass er zielend ist als zwinkernd. Aber du darfst es selbstverständlich als ein Zuzwinkern interpretieren. Die Börse mit dem Schmied, ja, warum nicht? So, Begriffsgeschichte. Wo kommt eigentlich der Begriff Mittelalter her? So, der Begriff wurde in Form Medium Evum, mittleres Zeitalter, in Klammern erstmals im 14. Jahrhundert, von italienischen Humanisten eingeführt. Mhm. Die damit dann in den beiden folgenden Jahrhunderten zugleich auch das Verständnis der eigenen Epoche als Epoche der Wiedergeburt begründeten. In der humanistischen Geschichtsbetrachtung wurde der christliche Glaube nicht in seiner allgemeinen Verbindlichkeit, sondern in seiner Gültigkeit als Maßstab für die Bewertung der weltgeschichtlichen Entwicklung abgelöst und durch ein profan geschichtliches, nicht mehr primär von Theologen, sondern von Dichtern und Philologen konstruiertes Ideal der griechisch-römischen Antike ersetzt. Aus humanistischer Sicht war das Mittelalter ein dunkles Zeitalter. Ja. Eine Epoche des Zerfalls und des Niedergangs, in der der sprachliche, literarische, technologische und zivilisatorische Entwicklungsstand der griechisch-römischen Antike bedingt durch den Zusammenbruch des Weströmischen Reiches verloren ging, um erst in der eigenen Zeit durch die Wiederentdeckung antiker Quellen und die Wiederbelebung antiker Stilnormen zum Gegenstand der Nachahmung oder sogar Überbietung zu werden. Mit dem humanistischen Begriff verwandt. Aber in der Bedeutung abweichend ist er besonders in der englischsprachigen Geschichte und früher Geschichtsforschung etablierte Begriff der dunklen Jahrhunderte, worunter allgemein Perioden fehlender oder in der Forschung noch nicht aufgearbeiteter schriftlicher archäologischer Überlieferung, meist als Zwischenphasen gegenüber vorausgegangenen vergleichsweise besser dokumentierten Perioden verstanden werden. In der Geschichte Englands zum Beispiel bezeichnet man so den Zeitraum nach dem Ende der römischen Herrschaft bis in die Zeit der Einwanderung der Angeln, Sachsen und Jüten etwa 5. bis 6. Jahrhundert. Der Begriff des Mittelalters etablierte sich in der Folgezeit als Epochenbegriff mit den tendenziell abwertenden Bedeutungen, wobei die Epochengrenzen meist einerseits mit dem Ende des weströmischen Kaisertums im Jahr 476 und andererseits mit dem Ende des Oströmischen Reiches durch die osmanische Eroberung Konstantinopels von 1453 angesetzt wurden. Letzteres auch im Hinblick darauf, dass byzantinische Gelehrte bei ihrer Flucht in den Westen wichtige griechische Handschriften mitbrachten, die dem lateinischen Mittelalter unbekannt geblieben oder nur durch arabische Übersetzungen bekannt geworden waren. Eine dezidiert positive Neubewertung, zum Teil verbunden mit nostalgischer Verklärung und mit dem Bedürfnis nach Bestimmung der eigenen christlichen oder nationalen Wurzeln und Identität, kam erst in der Zeit der ausgehenden Aufklärung
und besonders in der Romantik auf. Das war seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ein wesentlicher Antrieb für die verstärkte philosophische und historische Beschäftigung mit dem Mittelalter. In der modernen Forschung, die sich auch neuer Fragestellungen und Methoden bedient, wird wesentlich differenzierter geurteilt. So werden die originären Leistungen des Mittelalters und die durchaus vorhandenen Kontinuitätslinien betont, sodass das Mittelalter nicht mehr wertend an der humanistischen Eile antiker Kurse gemessen wird und an die Stelle nationale tritt, häufig eine europäische Ausrichtung, Rückbesinnung, die die Geburt Europas im Mittelalter betont. Ja. Hm. Ja. Also, das war ein langer Prozess. Ja, das stimmt. Ah, da ist er. Siehst du, jetzt finde ich auch das lange Stückchen. Langer Prozess, langes Stückchen. So. Das haben wir hier noch. Hast du schon gebaut, oder? Ich bin hier mit dem Brunnenaufsatz, sag ich mal. Ja, stimmt. Brunnenaufsatz. So. Was soll das da sein? Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Auf jeden Fall kommt es aus dem Brunnen. An dem Brunnen, hier an diesem, das du gebaut hast, an dem Brunnen kommt das. Das soll das Dach sein wahrscheinlich, oder? Solaranlage. Ja. Ja, ist klar. Ja, klar. So, jetzt wird es interessant. Ach du schön, ja. Ich freue mich. Ach du schön, ja. Baum. Jetzt kommt der Baum, ja. Jetzt muss ich auf deinen Teil warten, weil... Ja, ich ziehe das auch gerne durch, wenn du noch was vorlesen willst. Nicht, dass wir da irgendwie komplett im Bedrängnis geraten hier. Auch, wir haben noch genug Töten vor uns. Diese Kameras finde ich auch immer witzig. Wurden die eigentlich jemals als Kameras benutzt? Wer weiß, wer weiß. Dann soll es noch richtig rum machen. Ich kann schon mal den ein bisschen. Na. Zwei Stückchen. Und das hier. Sieht sehr merkwürdig aus. Ach, das kommt so gegeneinander, oder? Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Deswegen hast du das Graue hier zum Verwenden. Da hast du recht. Ja, hau rein. Geht da nicht hier die Kappe? Das ist eine falsche Kappe. Welche, die hier? Ja, die soll ich... Ach so, das ist ein Deckel. Braun sein und nicht schwarz. Ah, okay. Ja. Das hätte beinahe wieder was gekostet. Glück gehabt, ne? Ja, wenn es jetzt auffällt. Wahrscheinlich. Ja gut, ich kann ja das hier oben machen. Ach
denn jetzt? Was ist das für ein Deckel? Oh, braun. Was ist denn da? Ja, bei Lego muss man immer aufpassen, jeden Schritt. Weiß noch, beim Schiff immer überlegt, was anderes übrig. Das war echt. Nicht, dass das Set nicht gut war, aber. Das war echt verhext. Zum Bauen war es richtig. Hart, ja. Richtig schwierig, ja. Das war ja auch das schwerste Lego-Set, was ich eh gebaut hatte. Das haben wir auch mit Lego auseinandergenommen. Da haben wir auch ein ganzes Wochenende dran gesessen. Ja, da haben wir 2 Tage dran gesessen, ja, richtig. Was für Profis. Komm, es war ja auch. Ne, das war das zweite? Ne, der erste war der Turm. Der erste war der Turm. Da kamen ganz viele Herr der Ringe-Sets. Ja, Simpsons war dazu. Na gut, dann kam der Falke ein bisschen später. Der kam sehr spät. Richtig haben wir fand ich dann, als du sagtest, so, jetzt müssen wir es noch ins Auto kriegen. Ja. Und ich war froh, dass es einfach nur da stand. Ja, richtig. Nach dem Motto, ich fasse das jetzt nie wieder. Das stimmt. Ah. Irgendwie ging es ja doch. Ja. Und das ist wahr. Das war auch ein Set. Aber der Turm war auch so. Wobei der war in sich stabiler, weil es halt einfach nur nach oben ging und das andere war riesig. Möchtest du? Also bist du schon soweit. Ich warte nur auf dich. Oh, wobei ich habe die andere Seite vergessen. Wollte ich gerade sagen, da fehlt doch noch was. Oh, verdammt. Da fehlt doch noch was. Oh, da ist das richtig. Jetzt, ja. Jetzt. So, jetzt kommt das nämlich so. Ne, so ist das. Ne. Hä? Irgendwie sieht das komisch aus. Tut es das? Wo ist es denn? Ne? Ach, fallen lassen. Auf der anderen Seite kommt sogar so eine Zielscheibe. Ja, irgendwo muss ich ja drauf ballern können. Ich kann ja nicht den armen Schmied abschießen. Nee, das nicht. Hallo Willi. Hallo Hund. Na, alles Glücki? Toll, wenn man einmal anfängt, ne? Schön. Na, willst du mitbauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Warst du draußen, ne? Warst du draußen? Warst du spazieren? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dem Kopf hier. Guck mal, wenn du das so hältst, dann muss das ja. Irgendwas stimmt da nicht. Da ist das ja und dann hast du es. Ist verkehrt rum drauf, bestimmt. Die falsche Ecke. So. Ja, dann machst du es. Ah, habe ich vielleicht die falsche Ecke erwischt. Ja, deswegen ist das auch falsch rum, ja. Das habe ich nur gemacht, damit er mal guckt, ob alles richtig ist. Irgendwas, ne? So zum Beispiel was nicht. Jo, was hast du? Mutterchen. Was ist denn? Irgendwas stimmt da nicht. Draußen. Ja, ich kümmere mich, wenn ich kann. Irgendwie sieht es komisch aus. Okay, lass mich mal schauen. Also ich nehme das erstmal wieder runter. So, das stimmt. Aber, ja? Ja, da sind wir uns einig. Das sieht doch ordentlich aus.
Irgendwas stimmt hier mit den Rüsseln nicht, oder was das sein soll. Weil das richtig ist. Das ist so und das ist so. So, und das müsste ja dann da rein. Ja, richtig. Ja, dann sitzt es doch da rein. So. Jetzt müsstest du wieder hier rein. Aber so. Du magst das Teil nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Schon das zweite Mal das Unterbett. Ja, eben. So, jetzt stimmt's so. Jetzt kommt das Ding so. Und so. So, jetzt ist es richtig. Oh, jetzt kommt noch der Apfel. Ne, der Frosch. Ja. Oh, ein Frosch. Ich weiß auch nicht, wie der Baum, wie der Frosch da rauskommt. Ein Laubfrosch. Das war jetzt so schwer. Sei froh, dass es bisher nur so Kleinigkeiten sind. Das kann ganz schnell ganz anders werden. Ja, das stimmt. Diese Hörner sind immer spannend, ne? Bitte? Diese Hörner sind immer spannend, oder? Mhm. Ach, zweimal muss ich das machen, deswegen. Äpfel finde ich immer gut. Kirschen hatten wir auch schon. Bitte? Ich sag, Kirschen hatten wir auch schon. Ja, Kirschen hatten wir auch schon. Ja. Im Cocktailglas. Ja, richtig. So, das kommt jetzt. Noch kommt's noch. Warte, nee, das kommt ja erstmal hier noch. Achso, ich dachte, da hast du schon. So, und. Ja, sieht sehr merkwürdig aus. Oh, jetzt kannst du es reinsetzen. Ja, wo? Da. Ja, wo denn? Ja. Ja, aber wie rum? Genau so. Weil die Zielscheibe ist genau in die Richtung. Außen, ja. Oh Mann. So, nur einen Baum da was stellen. Das müssen wir viermal bauen. Oder viermal das hier mit dem. Ja, dann würde ich sagen, gib ihm. Aber okay. Das ist schon das Falsche hier. Schon das Falsche. Oh, achso, den nur einmal hier, oder? Nee, das ganze viermal. Das sehe ich. Das ist nur achso, der das erste kommt Schritt da rein. Oh. Ah ja, oh Gott. Ja, ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ach, das ist doch. Und das zweimal und das. Das fünfmal, das achtmal und das noch 23 Mal. Genau. Total durcheinander kommt. Man kann die gar nicht mehr durchstechen, ne? Ja, merke ich auch gerade. Früher konnte man die durchstechen, aber die haben eine Verjüngung gemacht, da vorne dran gemacht. Ja, haben sie geändert. Ja, zumindest jetzt hier, für das jetzt prinzipiell ist. Ja, wenn, dann ändern sie es ja für alle. Vermutlich. Jetzt haben sich welche beschwert, dass da die Blumen durchgesteckt werden können. Aber mich hat es nicht gestört. Du
kennst doch die Menschen. Ich kenne keine Menschen. Genau. Das ist doch Isolation. Da gibt es ja diese schöne Theorie, leben wir in einer Simulation. Also jetzt nicht so unbedingt Matrix denken, aber so, einmal kurz, die kommen direkt im rechten Winkel dann zueinander, ne? So. Ich guck gerade auf, wie das... Und der Apfel kommt hier drüben. Hä? Da drunter. Ach, sollen wir den hier reinstöpseln? Da reinstöpseln, ja. Ah, I see. Also nicht hier unten, sondern an der Seite auch. Das ist Nummer 1. Hä, sicher? Jo, so sehe ich das. Ja, aber da kommen noch zwei dieser Äste da dran. Hast du die? Ja, stimmt. Ja. Aber wo kommen die denn noch hin? Die kommen da in der Mitte rein. Die kommen hier mittig rein, also daneben. Von der Blume. Oje. Ach komm, so schwer ist es ja nicht. Doch. Nein. Für mich ist das schwer. Quatsch. So, wunderhübsch. Das ist meist ein Blindflug, ist zwar einfach. Bin auch immer beim Herzen. Das ist ja nicht schlimm. Ich mache auch gerne noch zwei. Ich bin voll langsam. Quatsch, alles gut. Ist ja kein Wettrennen. Doch. Ja. Challenge. Ja, dann Bad News, du wirst von mir. Oh, das war jetzt dumm. Siehst du, hast du mich auch rausgebracht jetzt. Ja, das ist Absicht. Ich weiß. Es steckt hinter allem eine Absicht. Sieht merkwürdig aus. Oh, bis es da dran kommt, dann sieht es gut aus. Wir haben ja schließlich die Hörnchen hier. Achte mal drauf. Meinst du, da kommt das Lied drauf? Bin ich mir ziemlich sicher. Genau, unsicher. Muss aber ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Ich hab genug Selbstvertrauen, ja. Ja, das stimmt. Da kann ich nicht widersprechen. Es läuft doch fluffig hier. So, fertig. Ding, 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 ding. Genau. Ich kann ja schon mal was drauf machen. Ja. Ich kann mal eine Tüte, nur Baum. Nur Baum, ja, so komisch. Ja, ist halt so. Ich kann hier Crossbow-Training machen. Oder eine Froschabballer, man weiß es nicht. Den Frosch, ja. Scheiß auf die Dartscheibe, wenn ich will, den Frosch. Sehr schön. So, was war das? Jetzt kommt das da drauf. Ja, das ist recht. Aber wie kommt das denn da drauf? Ah, so. Du hast die Äpfel nach unten hängen, würde ich sagen, oder? Wenn das geht. Gebe ja Sinn. In der Regel schon. Ja. Ein Äpfel, die nach oben wachsen, sieht man eher selten. Ja, sehr selten. Es sei denn, Newton hätte sich hier. Aber mir geht das nicht. Auch bei dir geht das, kleiner Palawan. Ehrlich. Ja. Ja, aber bei mir geht das nicht. Guck. Sicher geht das auch bei dir. Das hält nicht. Kannst du das bitte? Das ist so. Ja, aber bitte so schön. Und mir geht's wieder auseinander, siehst du? Mir geht das nicht. Wo hast du den denn jetzt verloren? Ja.
aus der Mitte. Davon abgesehen hast du da noch welche vergessen. Wie vergessen? Da kommt noch sowas noch drauf hier. Hatte ich doch. Nö, hattest du nicht, sonst legen sie ja nicht da. Hatte ich aber. Bei einem vielleicht, ja. Achso, du hast den zu weit reingesteckt. Das ist der Casus Knactus hier. So von mir arbeiten, das ist nichts für mich. Dann drehen wir den Apfel um, dann zeig ich mal nach unten. So. Zack. Ja, hübsch. Nur ein Apfelbaum. So einen Baum haben wir auch noch nie gehabt. Ja, ein Riesenapfelbaum. So symmetrisch. Ja, nice. Der sieht voll cool aus. Ja. Habt ihr ein schönes Foto. Ja. Tja, das war einmal Tüte Baum, würde ich sagen. Tüte Baum, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.